Das war die letzte Generation von RAF-Leuten, die ungefähr 1984 ihren bewaffneten Kampf begonnen haben oder richtig losgelegt haben. Es war die kleinste, es waren höchstens 10 Leute, da lässt sich schätzen, wobei nicht alle unbedingt bekannt sind. Und die haben auch nicht wie die davorhergehenden mit aufwendigen Entführungen und Freipressungen operiert, sondern haben ganz kaltblütig Vertreter des Systems liquidiert, muss man sagen, haben Herrn den Dittmar von Braunmühl, den deutschen Bankchef Herrhausen, den Treuhandchef Rohwedder erschossen und sind dabei nicht ernsthaft von den Ermittlern behelligt worden. Ich finde interessant, dass die letzten Endes dann wie Gangster enden. Also das Politische ist weg und jetzt machen sie nur noch mit der Panzerfaust Überfälle auf Geldtransporte. Einmal haben die besser gearbeitet, das heißt, die haben aus den technischen Fehlern gelernt. Sie haben zum Beispiel vor Aktionen sich mit Spray, mit dem man so Wunden schließt, die Finger eingesprüht, dass sie keine Fingerabdrücke hinterlassen haben. Sie haben dann nur öffentliche Verkehrsmittel genutzt, sind nicht mit einem Porsche oder Alfa Romeo rumgefahren, wie Andreas Bader von der ersten Generation. Das heißt, die haben einfach ihr Verhalten angepasst. Und dann ist es ja auch so, dass so eine Aktion jemanden, der jetzt nicht super geschützt ist, wie ein Bundeskanzler, den einfach zu erschießen, so einen Diplomaten wie Braunmühl, den eigentlich vorher kein Mensch groß kannte, ist relativ einfach. Von daher konnten die lange machen. Und dann hatten sie mal große Pausen, also waren oft ein Jahr oder länger Pause zwischen der Aktion. Der Fahndungsdruck war ja nicht mehr so groß, deren Gesichter hingen ja jetzt nicht an jeder Litfaßsäule wie noch in den 70er Jahren. Dann hatten die natürlich auch eine gewisse Expertise, wie man im Untergrund lebt. Dann werden die möglicherweise die technischen Möglichkeiten, haben sich Papiere, Dokumente selbst zu fertigen. Die haben für ihre Überfälle hatten sie auch noch Waffen aus den Depots. Das heißt, die hatten schon eine gewisse Voraussetzung, dass sie aber nicht in die kanadischen Wälder und in die Berge von Laos sich abgeseilt haben, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil Deutschland ist ja doch ein ziemlich gefährliches Pflaster, da kann irgendwie was passieren. Und jetzt mit diesen 3 Raubüberfällen ist ja der Fahndungsdruck groß und ich bin gespannt, eigentlich gar nicht, ob die gefasst werden, sondern wann die gefasst werden.